Hallo Welt, da sind wir wieder hier in Sanctuary Hills und der Albino-Skorpion, den wir hier gefangen haben, der unser Haustier ist. Was brauchen Sie? Ma'am, wenn Sie einen Moment hätten, ich würde gerne etwas loswerden. Okay, der Albino-Skorpion wollte ich sagen, der hat so ziemlich alle abgemurkst. Alle anderen Haustiere, die wir hier hatten, Maulwurfsratten und Stechflügler und ich denke den Mutantenhund wohl auch schon. Nun gut, worüber wollen wir reden? Worüber? Okay, nein, ja. Beschäftigt Sie etwas? Worüber? Worum geht es, X6? Nun, ich kann nicht gut mit Worten umgehen. Ich erschieße Leute lieber, als mit ihnen zu sprechen. Das nur vorneweg. Aber manchmal muss man seine Gedanken einfach loswerden, weil die Leute sie hören müssen. Und rede weiter. Einfach raus damit. Du kannst es mir sagen. Rede weiter. Erzähl weiter. Okay. Ich sage es einfach mal ganz direkt. Ich bewundere Sie. Bevor Sie sich jetzt über mich lustig machen, weil ich verweichliche oder rührselig werde, lassen Sie mich ausreden. Mein ganzes Leben lang habe ich Vater bewundert. Das wissen Sie ja bereits. Was Sie nicht wussten, bei Ihnen hatte ich meine Zweifel. Ich habe Ihre Befehle befolgt, weil ich keine andere Wahl hatte. Aber Sie schienen, ich weiß nicht, unvorbereitet. Sie wirkten verloren und verwirrt, vielleicht sogar verängstigt. Ich hatte nicht erwartet, dass Sie mit diesem Leben und meiner Arbeit zurechtkommen würden. Ich dachte, Sie würden mich aufhalten oder mir in die Quere kommen. Wie ist es jetzt? Daran gewöhnt? Du hast mich falsch eingeschätzt. Ich verstehe. Wie ist es jetzt? Und wie ist es jetzt? Hat sich deine Meinung geändert? Nun, genau das versuche ich zu sagen. Wenn ich etwas gelernt habe, seit wir zusammen unterwegs sind, dann das. Heilige Scheiße, habe ich mich in Ihnen getäuscht. Sie sind vermutlich zäher und entschlossener als jeder andere, den ich kenne. Angesichts der Dinge, die Ihnen widerfahren sind und allem, was Sie verloren haben, ist das wirklich beeindruckend. Was ich damit sagen will, Sie haben einen unbeugsamen Willen, sind sehr fokussiert. Ich glaube, was Sie sich in den Kopf setzen, das können Sie auch erreichen. Ich bin mir nicht nur sicher, dass Sie der Aufgabe gewachsen sind, das Institut zu führen. Ich glaube, Sie werden der beste Leiter sein, den wir je hatten. Hoho, ja, das ging aber schnell. Mann, wieso hat es bei MacCready so lange gedauert? Okay, durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit X6-88 hast du den Skill Schildharmonien erhalten. Okay. Nicht in den Arsch kriechen? Sprachlos, es reicht. Sehr geehrt, sehr geehrt. Wow, danke X6. Ich fühle mich wirklich geehrt. Sie kennen mich inzwischen gut genug, um zu wissen, was ich sagen will. Nun ja, das war alles. Danke, dass Sie mir zugehört haben. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Ha. Und nicht um Werben hier von wegen mit einem Roboter und so, wäre doch auch mal was. Ach, wir haben ja schon Curie. Okay, ich weiß. Jetzt haben wir auf jeden Fall seinen Skill und wir müssen noch gucken. Was kann dieser Skill? Oh, wir müssen wieder was trinken. Sind 10 Minuten schon um? Das war's. Na, da wir das Wasser aber wirklich ganz schön weggehen. Ja, wie war das nochmal mit den Skills? Ach so, da müssen wir hier bei Skills gucken. Preston haben wir, Deacon haben wir, Piper, Cotsworth. Cotsworth haben wir auch. Was hatten wir denn? Robotersympathie. Plus 10% Schadenresistenz gegen Energiewaffen von Robotern. Okay, hier Schildharmonien X6-88. Dank deiner Beziehung zu X6-88 erhältst du plus 20 Energieresistenz. Okay. Wo ist Piper? Piper ist hier. Redegewandtheit.
plus 100% EP-Bonus für Sprachherausforderungen und das Entdecken neuer Orte. Ja, das hätten wir ganz am Anfang gebraucht. Entdecken neuer Orte? Ja, da entdeckt man ja jetzt nicht mehr so viel. Wo ist denn Curie? Wo ist Curie? Oh. Haben wir Curie? Haben wir gar nichts von Curie? Doch hier, Sunny Teta. Dank deiner Beziehung zu Curie werden einmal pro Tag 100 Punkte Gesundheit wiederhergestellt, wenn die Gesundheit unter 10% fällt. Dann wüsste ich nicht, wen wir... Oh, ja doch. Da ist ja noch jemand, mit dem wir unterwegs sein müssen. Und zwar ist das Nick Valentine, aber... Nick Valentine, denke ich, können wir uns Zeit mitlassen, denn Ende nächsten Monats, also im Mai 2016, da wird ja dann Far Harbor rauskommen und da, soweit ich weiß, man munkelt also, dass man dann mit Nick Valentine nochmal unterwegs sein wird. Joa, Hancock, denke ich doch. Sollen wir es riskieren? Wie war das mit der Eskorte? Man sollte doch auch... Wie heißt das jetzt? Die Handelsrouten beschützen lassen können oder selber beschützen. Ja, wie dem auch sei. Wir werden mal aufbrechen. Red Rocket Raststätte und Abernathy Farm. Erstmal Abernathy Farm, Red Rocket Raststätte. Und wir haben jetzt nichts zu trinken mitgenommen. Wir wollen auch erstmal nicht so weit. Also Good Neighbor ist natürlich jetzt das nächste Ziel in nächster Zeit, dass wir da Hancock eben mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wohin mit diesem Runner. Also ich habe erst gedacht nach Grey Garden auch, weil Deacon schon da ist. Er ist meiner Meinung nach ja auch ein Synth. War das nicht ein Synth? So? Naja, ich denke schon. Auf jeden Fall... Ja? Ja, nach Grey Garden. Was? Es ist gut zu wissen, dass es da draußen noch gute Leute gibt. Ich kann dich bei Bedarf zusammenfliegen. Na, vielleicht doch wieder nicht so eine gute Idee. Was kaufen oder verkaufen? Ja, handeln wir. Das wäre super. Und Conny hat wieder alles. Schauen wir erstmal nach den schönen Sachen, die sie uns so verkaufen kann. Da ist jetzt nicht wirklich was Besonderes dabei. Sie hat immer noch sehr viel Jet und aufbereitetes Wasser. Und sie hat noch gar nichts Neues drin. Schade. Ja gut, was wir hier machen sollten auf jeden Fall. Wir sollten erstmal ein Energiegerät, ein vernünftiges dahin bauen und die Knatterdinger hier wieder wegnehmen. Vorerst. Aha, da müssen wir das alles neu verkabeln, aber das bekommen wir, denke ich, schon hin. Somit hat die Abernathy Farm null Energie. Ach so, jetzt weiß ich auch in Sanctuary Hills, wo die Energie herkam. Wir haben ja die Windräder noch da. Daher kam mit Sicherheit die Energie. Und ich bin mir fast sicher, dass diese Powerrüstung, dass die doch zu dem...
zu dem Versorger gehörte. Denn sonst ist der uns ja immer über den Weg gelaufen. Jetzt haben wir ihn schon richtig lange nicht mehr gesehen. Also dieses Gerät ist ein bisschen groß. Deswegen können wir es nicht hier hinstellen. Oder so schräg könnten wir es. Ja, das wäre jetzt eigentlich egal, ob es gerade oder schräg ist. Aber wir müssen noch dran vorbei können. Könnte das denn hier hinpassen, wenn wir den Stuhl hier wegnehmen? Können wir den Stuhl ein bisschen nach hinten setzen vielleicht? Ach was, das passt hier nicht rein. Nun gut, unten möchte ich es ungern hinstellen. Und dann doch erstmal eher hier so mitten in den Weg. Aber hier wäre es natürlich am besten aufgehoben. Wie war das hier nochmal? Schräg oben hinstellen? Sieht überhaupt nicht aus. Ach so, und jetzt sind hier die Lampen noch, die nicht mehr verbunden sind. Was? Okay. Nun gut, da kommen wir so einfach nicht dran von hier, wie ich es mir schon dachte. Und hier werden wir auch nicht so einfach rumkommen. Uah! Ich schätze, wenn wir hier runterfallen, dann war's das. Und ich schätze weiter, dass wir schon zu lange nicht mehr geschlafen haben. Ja, Schutz 62. Wir sollten dann hier noch so einen Geschützturm aufbauen. Natürlich Schrotflinten. Ich muss es dir ganz ehrlich sagen, mir ist eine Felsdecke über den Kopf lieber. Ja, dann fangen wir uns noch einen Brahmin hier. Ja? Ein Brahmin fangen. Hier könnte man sogar mehr Brahmine fangen. Brahmin-Käfig, Klingenkorn. Okay, wir sollten mehr Klingenkorn hier anpflanzen. Ein Brahmin wird doch nicht bösartig sein. Die sind doch relativ friedlich. Oha. Wo ist denn hier oben drauf der... Ach, hinten ist der. Das ist diese Verbindung, Energieverbindung.
Aber ist, glaube ich, auch egal. Wir müssten damit schon weit genug kommen. Also so weit dürfte das nicht entfernt sein, wenn wir das hier so hinstellen. Okay. Andererseits, wir brauchen sowieso einen Energiepylon zum Ein- und Ausschalten. Oder wenigstens einen An- und Ausschalter. Mal schauen, was besser geht. Ja, jetzt mag man sich natürlich die Frage stellen, warum bin ich bloß so hinter Brahmine hinterher? Ja, das hat schon einen Grund. Wir bekommen Dünger von den Brahminen und Fleisch. Ja, Fleisch ist jetzt nicht so wichtig, aber Dünger ist schon interessant. Den Schalter ja am besten hier drinnen anbringen, super. Ja, Dünger ist was wert, denn mit Dünger können wir dann... ja, Drogen herstellen, so etwas. Und die können wir dann verkaufen. Jo, schade. Dann stellen wir hier irgendwas Sinnvolles hin. Falltür. Ich überlege mir die ganze Zeit, was wir damit noch machen können. Ah, da kann man vieles machen. Schöne Sache, sowas. Aber was können wir denn hier Schönes jetzt als Verbindungsstück so hinstellen? Einen Scheinwerfer oder lieber... Ah, ich bin ja dafür schon, dass die Leute erst vielleicht gar nicht kommen, die Gegner. Der Scheinwerfer ist relativ günstig, aber... so ein Schrotflintengeschützturm wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir den Scheinwerfer. Bevor das jetzt hier in zu langes Überlegen ausartet. Wo können wir das... hier vorne wollen wir das anbringen. Müssten wir das andersrum machen. Nämlich von diesem Kasten ausgehend. Ist das jetzt der Kasten oder... nein, das ist wieder oben das Ding. Okay. Das klappt so nicht. Okay, dann überlegen wir uns eine andere Möglichkeit. Vielleicht können wir hier noch einen Stecker anbringen. Und das erstmal hier so umleiten. Ach so, das leuchtet nicht, weil das auch noch verbunden werden muss. So. Damit haben wir hier auch einen Brahmin. Bald noch einen Brahmin mehr. Und was wollten wir sonst noch hier machen? Ich glaube hier nichts. Wir wollten... du gehst vor, ich folge dir. Das war doch die Vereinbarung, nicht wahr? Ja, das ist aber lange her. Ja?
MacReady. Lange ist es her. Dann brauchen wir denn noch irgendetwas hier? Wir sollten erstmal wieder etwas trinken und essen. Und eine geladene Waffe. Viel besser geht es nicht. Hi, wie geht es dir? Ja. Ja? Ja? Ich war noch nie sonderlich gut mit Hammer und Nägeln. Wenn du was auf dem Herzen hast, nur raus damit. Was? Aber Neffy Farm? Ach so, was? Das ist ja nicht siedlungsübergreifend. Wenn wir irgendwo was eingelagert haben, dann kriegen wir das hier ja nicht, oder? Nein, hier ist nichts eingelagert. Okay. Als Schutz können wir ja ganz viele Skorpione und sowas herzaubern. Es war ein mageres Jahr. Wir kommen aber klar. Okay, dann darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.